geht, wir kommen zur beschissenen Idee seit 2 Minuten. Ich würde sagen, meine Freunde, wir drehen eine Runde Flüsterpost. Und zwar hat der liebe Spendi sich bereit erklärt, heute den Anfang zu machen. Thomas hat 10 nette Begriffe aufgeschrieben, die Spendi wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gehört hat. Spendi muss das ganze Nico ins Ohr flüstern. Jetzt kommst du das Luca, Luca mir, ich ihm. Und dann muss der Peter am Ende sagen, was dabei rumkommt. Zeig ihm das Wort. Nico, du darfst jetzt nur weggucken und ich möchte ganz viel... Hä? Okay. Oh gut, Gott. Schau, los geht's. Schambehaarung. Und was war's? Ja, Schambehaarung. Leute, das war's mit dem absolut geiles Game. Oh, ich dachte, das ist das sinnvollste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Wirklich. Wechseln wir einfach direkt zu Schätzfragen. Thomas, such dir was. Thomas, hol dir mal einen Schreibblock. Ich würde sagen, wir haben jetzt echt das Format noch mal ein bisschen umstrukturiert und machen jetzt hier Schätzfragen. Das mit der Flüsterpost war keine gute Idee. Nico, der Input war ja wirklich gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Schätzfragen. Thomas hat die Schätzfragen rausgesucht. Also ich habe eine, aber das mache ich dann während Video. On the fly. Ich würde sagen, Thomas, fang an, dann zählst du runter von 5 und dann müssen wir zeigen, okay? Okay, perfekt. Okay, alle Hände. Ich habe eine Frage. Ja. Deine Zuschauer, die müssen doch jetzt gerade gar nicht raffen, was abgeht. Genau. Okay, alles klar. Wie lang ist das Glied eines Blauballs? In 5, 4, 3, 2, 1. Hab ich übertrieben? Ich weiß okay, nicht. Okay, zeigen. Ich habe 5 Meter gesagt. Ich habe auch 5 Meter. Ich habe 1,5 Meter. Ich weiß gut, wie groß er das aufgeschrieben hat. Ich habe das längste und 2 Elfmeter. Also dann habe ich auf Meter. Du hast 60 Zentimeter. Ja, also wie klärt man das, wenn beide das gleiche haben? Ihr habt das formal schon mal gemacht, also eigentlich ist es von euch geklaut. Wie macht ihr das immer? Stechen. Ja, mach mal. Eigentlich darf der Gewinner entscheiden, ob er hoch oder runter muss. So. Okay, schnack, schnack, schnuck. Und jetzt? Er muss runter. Jetzt darfst du entscheiden, ob er runter oder muss hoch. Nein. Okay. Schnuck, dann hat Luca gewonnen. Perfekt, 3 Meter. Wie viel? 3? Ehrlich? Also ich kenne niemanden. Niemand. Nico 3 Meter. Also, ich hab eine halbe. Thomas, ich hab gewonnen, ich hab eine halbe. Wir sind beide 2 Meter weg. Und ich bin 1,5. Dann hat Spendi gewonnen. Also, ganz kurz, unabhängig davon, Thomas, ich sag dir jetzt schon mal, wer wird Millionär? Du wirst niemals Günther Jauch besetzen. Du bist wahrscheinlich der dümmste Mensch, den ich kenne. Wie hoch ist der Schiefeturm von Pisa? 3, 2, 1 und umdrehen. Ein bisschen zu wenig habe ich. Ich habe 125 Meter. Bei mir kann man zum Schluss. Das ist ordentlich hoch. Das ist ich habe 109 Meter. Boah, ich habe 50 ich hab, Meter. Ich habe 187 Meter. Ich habe 60 Meter. Ich habe 46 Meter. Boah, alle unglaublich weit weg. Außer Luca und Sascha. Hey, ich bin doch auch nicht weit mit 46 dann. Doch. Ja. Luca hat 50, ich habe 46. Ich bin weit weg. Alles klar. Okay. Also, die erste Zahl ist eine 5. Das könnte immer noch 187 werden. Und die zweite Zahl ist eine 7. Also hat Luca verloren. Also, Thomas! Hä? Thomas! Ey, Remi, ich hätte echt zweimal überlegen, wen du da eingestellt hast. Thomas! Ey, du hast schon zweimal gesagt, ich hätte gewonnen, ich habe beide Male verloren. Thomas, willst du irgendwie Luca jetzt... Ja, der will mich eigentlich noch rumkriegen. Gut, dann. Okay, Thomas. Machst du die Fragen gerade? Ja, ich habe ja keine Fragen vorbereitet. Findet man die direkt im Internet, du Affe? Nö. Was hat der Schlaganfall? Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Wie viele was? Wie viele Entenarten gibt es auf der Welt? Die Schätzfrage hatten wir schon mal. Hey, sollen wir die jetzt beantworten oder nicht? Nein, nein, die hat nicht. Okay, dann nicht. Das Ding ist, Thomas, wenn der ein Video schneidet, der muss ja um die 80% rausschneiden. Ja. Oh mein Gott. Wann hatten die Rolling Stones ihren ersten Auftritt? Ich weiß nicht ganz genau. Die Rolling Stones? 2, 1 und umdrehen. Ich hab 1961 gesagt. 1984. Ich hab 19... Hey! Luca, was mich hier los? Ich hab auch 1984. Ich hab 1974. Ich hab 1977. Oh, das war eine ganz klare Dominanz. Also einer von euch ist ein Jahr davon entfernt. Luca. Ja. Ja. Remi. 1962. Ich bin 64 gar nicht so dumm. Ja. Aber Digga, aber schau mal hier, das war vorhin eine 5. Ich wollte 1500 schreiben. Ey, das wäre doch so richtig gewesen. Wie viele Abonnenten hat Tanzverbot? Was? Das weiß ich doch ganz genau. Okay. Was? 3? Nein, nein, chill, chill. 2, 1, schau mal. Ich hab 768.400. Ich hab 740.000. 729.000. Ich hab 864.000. Ich hab 870.000. Er hat auf jeden Fall 700.000. Nico? Keine 800.000. Mein Programm ist abgestürzt. Okay, da hat ganz klar tatsächlich mit 5.000 Abonnenten Abstand Luca gewonnen diesmal. Wirklich? Im Ernst? Wirklich? Ja, natürlich kennst du dich. Oh mein Gott, Junge. Ja, 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 ihr beiden, ne? 745.557. Okay, nächstes. 6 Stunden später. Thomas. Ja, wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Haben wir auch schon gesagt. Wissen wir. Ich schätze mal um die 13 Millionen, oder? 30. Ja, genau. Digga, wir haben eh schon alle Seiten durch. Wie hoch ist das Kolosseum? Boah, Bruder. Ich stand schon mal davor.
3, 2, 1 und umdrehen. Ich hab 45 Meter. Ich hab 40. Ich hab 56. Alter! Einer von euch war wieder richtig strebermäßig unterwegs mit einem Meter Abstand. Ich. Luca. Ich. Ribi. Was hast du, Luca? 56 habe ich gesagt. Wie viel ist es? 57. Ach, ist das so hoch? Weil ich habe nämlich geguckt, ich war damals 1 Meter groß und habe geschaut, wie oft ich da hochklettern kann. Das war 57 Mal deshalb. Thomas, du musst echt ein bisschen schneller machen. Ja. Thomas, guck mal, hier ist eine komplette Seite einfach. Ich nehme diese scheiß Seite jetzt und scroll ganz nach unten. Perfekt. Da haben wir auch schon alles. Hä? Was ist denn das für eine Seite, dass Junge, ihr was hört hast? Ein Video? Was? Was frisst ein Mungus? Die Frage, und da kommen Schlangen raus. Wie, was ist denn das für eine Schätzfrage? Hä? Musst du ja schätzen, was der so ist. Mann! Junge, da sind überall Zahlen antworten! Warum habe ich so eine Mistgewohnheit Mitarbeiter? Wie viele Länder grenzen an die Schweiz? Das wissen wir alle. Italien, Deutschland, Österreich und die zwei Nachbarländer da hinten. Warum will ich 7 schreiben? Okay, 3. Hä? 2. 7 im Ernst? Ich denke 5. 1. Und umdrehen. Ich hab 6. Ich hab 7. Ich hab 5. Ja, Nico. 14.368. Wie viele sind's? 5. Hä? Wie kommst du denn auf 7? Nächste Frage. Wie lang ist der Nil? 3, 2, 2,5, 1. Und umdrehen. Ich hab gesagt 4.233. Was ist das? 2.000 irgendwas. 5.000. Nico, was hast du? 280 Kilogramm. Ich hab 4.233. Ich hab 5.000. Boah, es ist tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen euch beiden. Mit mir. Also. Mit mir. Zwischen Nico und mir. Zwischen Revi und Peter. Das richtige Ergebnis wäre 6.000. Ja, dann bin ich doch näher. Ja, eben. Digga, wenn ich doch schon bei 5 bin und es sind 6.000. Hä? Ist doch schon groß. Okay, die nächste Frage ist, wie viele Saturn-Ringe gibt es? Oh, sorry, ich muss mal ganz kurz abnehmen. Oh, das ist gut. Ja, wir sind gerade am Drehen. Die Mistgeburt. Blick auf! Ja, keine Ahnung. Ich danach noch, und Video drei, und dann zwei, Minuten. Eins, und Showdown. 349. Ja, 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 da hat der Bruder, wir sind am Drehen, ich muss auflegen. Hey, aber wie wir alle so beieinander was du dachte, ich hab nur 10. Ich hab eine. Boah, aber eine von euch hat's genau getroffen. Was? Und wirklich exakt getroffen hat einer von euch. Die 1 wahrscheinlich. Sascha. Was? 100 genau? Noch eine Frage, Thomas. Wie viel Alkohol im Blut ist tödlich in Prozent? Nicht Promille. In Prozent. 3, 2, 1. 30%. 0,8%. Ich habe 1,2%. 0,8. 30%. Ich habe 100%. Also ich habe 3,8. Hä, aber du hast ja recht. 100% Alkohol im Blut ist tödlich. Also ich habe 0,8. Ganz kurz, wenn da jetzt steht 1 bis 5%, also dann... Dann haben alle gewonnen. Warum? Warum nimmst du auch so eine Frage? Diese Frage, warum du behindert bist. Hey, was ist los? Hey, Digga, dieser Typ ist so behindert. Thomas, denkt jetzt mal bitte eine anständige Frage aus. Wie lange ist die Zunge einer Giraffe? Also jetzt nur das so von vorne raus oder auch so von hinten? Ich hab was. Ich hab keine Ahnung. Okay, 3, 2... Revi, bleib mal ruhig. 3, 2, 1. Umdrehen. 1,2 Meter. Ich hab auch 1,2 Meter. 1 Meter. 32 Zentimeter. Ich hab 1,8 Meter. Die hat eine 2 Meter Zunge? Mhm. Wenn die vom ich hab selber 1 Meter. Einer von euch hat um 8 Zentimeter verkackt. Ja, aber ich deswegen. Nö. Ja, okay. Sag bitte, zwischen wem ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen erst. Ja, sag's einfach bitte. Okay, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nico und Sascha. Hey Nico, schreib doch mit irgendwelchen Leuten gerade, oder? Nee, ich hab 32 Zentimeter eingegeben. Ja, für diesen Einsatz hast du auf jeden Fall verdient gewonnen. Ja, danke. Okay, letzte Frage, die alles entscheidet. In welchem Jahr begann die Französische Revolution? Oh. 3. Wir werden wieder gehasst. 2. 1. Ich hab 1611. Ich hab 1621. 1821. 1800. 1601. 1850. Komplett vorbei. Oh ja, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Revi und Luca, was ist das? Ich kann es nicht. 1890. Ja, dann zwischen euch beiden. 1700. Ja. 98. Ja, dann ist doch kein Kopf-an-Kopf. Hä? Hey, was ist denn los mit ja, aber ist der... Halt dein Maul! Vielen Dank auf jeden Fall. 1798. Ja. Hey, dann war das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mir und Luca. Ich hab 1807. Ey, aber es ist doch drunter. Es liegt doch zwischen euch beiden. Aber, okay, aber er ist doch trotzdem näher dran als Baby. Ach so, so funktioniert Kopf-an-Kopf. Thomas, du bist wirklich entlassen. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Das war's auf jeden Fall von Flüsterpost an dieser Stelle. Tschüss.